Willkommen auf meinem Channel. Ich bin wieder beim Marineangeln. In diesem Video geht es darum, wie ich mir meine Köder ausgesucht habe. Das heißt, ich bin hier am Rand, bin entlang gelaufen und habe mir den Randbezirk angeguckt. Das heißt, die Kultur unter Wasser, 50 cm ungefähr ist tief, wo die ganzen Steine und so sind. Viele Käferlarven entdeckt und prinzipiell gucken, was im Wasser los ist und dann an das, was man ausgesucht hat, glauben, ganz wichtig, glauben dran und dann vorwärts. Und dann fangen da auch was, definitiv. Und wenn ihr nichts fangen solltet, könnt ihr das auch unten in die Kommentare reinschreiben. Ihr wisst ja, abonnieren ist kostenlos. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis die Tage. Ich blende euch jetzt ein, was ich da am Rand gesehen habe für euch und aufgenommen habe vor allem. Also, bis dann. Ciao, ciao. So Leute, es ist natürlich immer fachspezifische Simpelei, mindestens unter Anglern, was für Köder man benutzt. Und man sollte eben für sich, wie gesagt, spezifisch, da ist wieder einer, habt ihr vielleicht gesehen, unten auf dem Stein, ich vergrößere das mal, hier irgendwo auf diesem Stein, also irgendwo hier. Ich hoffe, dass das auf der Kamera soweit ist. Und da ist wieder einer unterwegs. Und vor allem auf der Wasseroberfläche. Hier oben haben wir was Schwarzes, einen kleinen Käfer. Dann nebendran haben wir einen braunen Käfer. Vorhin habe ich mindestens drei Spinnen gesehen. Da vorne ist wieder einer. Also oben an der Wasseroberfläche. Das müsst ihr da jetzt angucken. Und so wähle ich meine Nymphen aus beim Hegene. Beim Ränkenfischen, beim Marienangeln. So binde ich sie auch. Also ich schaue mir das immer an. Schwarz, braun, nochmal schwarz. Vielleicht ins längliche Schwarz, kurze Schwarz. Ja, zwei Bubbe wie so ein Käfer. Man sieht es auch an der Bewegung hier unten. Genau. Also den Schatten unten im Wasser sieht man, ja, dass es so ein großer Schatten ist, ist auf dem weißen Stein gerade und der Käfer ist auf dem Wasser klein. Und genau so wählt man eben beim Fliegenfischen oder beim Marienränken, Fällchenangeln, vor allem
Ja, bei Fliegenfischen achtet man genau auf so Sachen. Indikatoren, was ist jetzt gerade auf dem Gewässer los? Und ich bin mir auch sicher, bei diesem überdimensionalen Angebot, was hier jetzt am Rande schon los ist, hier, da ist der Käfer, ich mach's mal größer, werden die Maränen wahrscheinlich auch an der Oberfläche jagen und nicht unten irgendwo. Ja, es ist mit der Wasserkugel, denke ich mir, jetzt erfolgsversprechender als es, ja, jetzt sehr, sehr ziemlich gut. Ne? Der schwarze Käfer, der lebt noch, der ja, bewegt sich noch, der ist irgendwie vom Rand wahrscheinlich hier runtergefallen. Und ja, genau so wählt man eben seine Köder aus. Und so fängt man dann auch, definitiv. Ich versuche jetzt am Rand noch ein paar andere Sachen aufzunehmen, dass ihr das mal seht, wie was für Farben jetzt aktuell bei mir jetzt am Gewässer los ist. Da unten, unten drunter ist noch mal einer, der bewegt sich. Ein Bachflohkrebs oder nicht? Was ist das für einer? Kann ich euch nicht genau sagen. Aber da ist, ich glaube, das ist Bachflohkrebs. Ja, doch, das ist ein Bachflohkrebs. Der hat sich auf diesen kleinen Stein draufgesetzt, wo jetzt vor dem großen weißen, ja, ich hoffe, dass ihr es soweit seht. Ja, der bewegt sich wieder. Seht ihr das? Genau. Ziemlich dunkel. Da ist er. Da ist er. Das ist jetzt bei mir im Gewässer am Rand los. Und genau so sucht man eben seine Köder fürs ja, fürs Fischen. Sagen wir mal so. Das nehmen ja auch andere Fische wie Saiblinge, Forellen, ja, Barsche. Genau so geht man angeln. Man beobachtet eben, was auf der Wasseroberfläche los ist, gerade im Frühsommer. Hier, das sind noch mal ein paar Käfer, aber die sind tot. Die schwimmen bloß rum. Und dann beobachtet immer den Grund. Und wenn am Grund sich was bewegt, also der Schatten von dem Käfer ist eben größer und so findet ihr die Schwebstoffe schneller. So, hier ist zum Beispiel der lebende Käfer. Und dann seht ihr eben die Schatten schneller und dann könnt ihr den Käfer fixieren. Wenn es auch ein bisschen windet oder so, dann und die Wellen da sind, man sieht es doch nicht so toll. Ich habe jetzt eine Polarisationsbrille an, natürlich braun. Mit sowas kann man eben die Käfer und sonstiges hier bis ans Grund, bei der Tiefe, sage ich mal, am Rand haben wir jetzt vielleicht maximal 50 cm und da kann man das noch ordentlich beobachten. Und wie ihr seht, da wo die Steine und so sind, da wo ein bisschen Kultur ist unter Wasser, ja, für die Käfer, die verstecken sich halt an den Steinen, unter den Steinen, ein bisschen Grashalme und so, genau da sucht man dann auch. Und dann, genau so sieht es dann hier aus am Rand. Da sind auch einige Sachen runtergefallen, vielleicht sind die Käfer eben von den Sträuchern oder von den Bäumen dahinter und dann werden die hier entlang geweht und dann müsst ihr da bloß die Augen aufhalten und nehmt euch da die Zeit, weil wenn die Marienzeit anfängt und ihr sucht spezifisch nach diesen Ködern eure, hier da unten ist er, eure Nymphen aus, dann bin ich mir sicher, dass ihr mehr fangt, wenigstens mehr, wie die wo einfach irgendwie was Schönes rausgesucht haben und damit auch den ganzen Tag angeln und dann rumjammern, dass sie nichts fangen. Genau so sucht man die Köder aus, gell? Also, abonnieren ist erlaubt, kommentieren ist erlaubt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.